Herzlich willkommen, Leute, zu einer neuen Folge Pixelmon Battle League. Und wir stürmen jetzt auf den Server. Leider hat Team Aqua bereits wieder aufgenommen. Das machen die immer so. Und ich habe noch etwas, was ich aber nicht spoilern möchte, obwohl das mache ich gar nicht. Wieder hat es erwischt und leider nicht durch mich, nicht durch meine Hand. Wir werden jetzt weiter versuchen, Kdabra zu holen. Und Abra, ne? Abra Kdabra. Wir brauchen nämlich noch ein Psycho-Pokémon. Ihr habt mir dazu geraten, Tesla zu fangen. Ich werde mal schauen, ob ich das finde. Ja, weil das hat irgendwie eine ganz coole Psycho-Attacke, habt ihr gesagt. Schauen wir mal nach. Danke erstmal wieder für den Tipp natürlich. Und gleichzeitig, denkt dran, es muss Call Mind lernen können. Das soll ja ganz gut sein. Und Pikachu möchte jetzt erstmal die Batterie geben. Erstmal, solange keiner in den Chat schreibt, kann das einfach so machen. Da ist Pikachu. Und die Batterie, den Akku gebe ich ihm. Wunderbar. Jetzt bist du wahrscheinlich ein bisschen stärker. Und das kommt uns doch auf jeden Fall ganz gelegen. Oh, ich muss den Ball neu hinlegen. Das darf ich nicht vergessen, sonst hat nämlich irgendeiner Nachteil. Oh Gott, bin momentan ein bisschen überfordert mit allem, was ich noch zu tun habe. Wieder so viele Projekte, so viele Sachen neben dem Stream und so weiter. Jetzt Level bist du 19. Bin immer da so ein bisschen überfordert. Schon das Level... Bist du schon am Kämpfen? Ich glaube, es kämpft. Dann nehme ich dich. Okay. So. Donnerschock macht jetzt auch mehr Damage. Kriege ich Raw Chicken für. Was bist du? 14, 14, 14, 24. Level 43 ist natürlich klar. Welchen Tag haben wir heute denn eigentlich? Also morgen kommt ein Donnerstag, Freitag. Okay, das ist die Freitagsfolge. Wann ist mein Pokémon Level 1? Fuck! Wann ist Devot 21 geworden, Leute? Das heißt, ich kann diese Woche nicht kämpfen, maximal gegen Team Aqua, weil ich das Pokémon nicht benutzen darf. Mein Starter ist Level 21 und ich weiß nicht wann. Ich muss mir selber die letzte Folge nochmal anschauen. Lieber. Wann ist das passiert? Nice, unten ist so ein Höhlensystem. Super cool. WTF! Wann ist das übergelevelt? Wir haben jetzt ein geblocktes Pokémon. Starter muss man ja im Team dabei haben. Heißt, ich kann kein anderes nehmen. Also ich kann jetzt nicht auch noch eins fangen und das dann nutzen. Mein Starter ist jetzt sozusagen geblockt. Hier war meine Höhle. Und die hat nie einer gefunden. Nice. Kann ich hier weiter... Ey, das kann doch gar nicht sein, Leute. Ich habe das Ding doch gar nicht... Es ist doch nicht Level 21 geworden in dem Part, oder? Das ist richtig scheiße. Das muss ich natürlich hoffen, dass das so schnell niemand rausfindet, denn sonst ist ganz schnell Ende. Das heißt, das hier ist die Freitagsfolge heute. Und das wiederum bedeutet, dass ich noch zwei Folgen überleben muss. Irgendwie. Oh, und die machen schon gut Damage, muss ich ja sagen, mit dem Tackle. Aber der trifft mich jetzt gerade nicht. Was habe ich hier eigentlich? Spider Eye. Shit. Ich werde es auf jeden Fall jetzt nicht mehr benutzen. Also ich werde es einfach auch, dass es mir nicht irgendwie durch einen Trainerkampf oder so passiert, auf Slot 2 packen. Ja, so ist halt auf jeden Fall safe, dass es gar nicht rauskommt. Selbst wenn ich angegriffen werde, kann ich keine XP dafür bekommen. Werde ich jetzt auch nicht mehr. Ist ja, wie gesagt, auch verboten. Bin jetzt ein ganz klein bisschen, was das angeht, nicht enttäuscht, aber ich habe keine Ahnung, wie das passieren konnte. Teddy Ursa, Muscheln, aber Muscheln können die es gut fertig machen. Shillock, nice. Ich versuche mal rüber zu kommen. Die beiden Muscheln wären ja nicht schlecht, vielleicht geben die, ah nee, vielleicht dürfen die nicht droppen. Aber ich habe keine Ahnung, wie das passieren konnte, dass das Level 21 geworden ist. Das muss ich verpennt haben, keine Ahnung. War es der letzte Kampf oder habe ich doch nicht damit... Und XP-Teiler gibt es doch auch nicht. Übrigens ist das natürlich auch eigentlich nicht so viel überhaupt zu leveln. Ich muss die Raw Chicken hier mal eben einpacken. Dann nehmen wir Holz und so. Shit, dann kann ich das ja nicht mal mit meinem anderen Pokémon schwächen.
Ich kann ja, wenn ich mir jetzt eins fangen will, kann ich es ja nicht mal schwächen. Außer halt mit Pikachu. Deswegen muss ich Pikachu so oder so leveln. Das werden richtig beschissene 2 Tage für mich. Komm. Ja. Eins. Zack. Und Fisch rein. Komm schon. Nein. Level 19, aber ich bin ja super effektiv unterwegs. Das war richtig gut. Tor! Das heißt, das ist riesig. Meine Zeit 5 Minuten erst. Das ging gar nicht. Hier sind so viele Carpet Doors gerade. Shit. Schmeiße ich mal noch nach. Komm, ich bin eh gerade dabei. Kann ich ja super hier weitermachen. Wenn ich jetzt gerade das Glück habe, dass mal Carpet Doors da sind. Warum denn nicht? Wo jetzt ist gerade wieder keins in der Nähe. Kreucht und fleucht hier oben noch rum. Ich höre ja was. Kokuna kann man auch ohne Probleme angreifen. Hinter mir ist was. Das sieht doch nach Psycho aus, oder? Killia. Oh, es greift mir an. Siehst du, aber jetzt habe ich halt, dass Pikachu in den Kampf gegangen ist. Killia. Keine Ahnung, sagt mir nichts. Hört sich aber selten an. Leider ein paar Level zu hoch. 23 hätte gegangen. Okay, wir haben immer noch Öfen, das heißt die Band, naja, da kommt es wieder. Mist, ich habe hier gerade Flaute, deswegen letzten Fisch noch abwarten und wieder weitergehen. Weil hier kommt gerade auch kein Fisch mehr vorbei. Gegen Taubos, hallo, schönen guten Tag Taubos. Doch mal auf, ich kann nicht fliehen. Ist mein Fisch fertig? Ich will doch nur weg. Okay. Shit, ey, ich bin damit, das hat mich jetzt mega geschockt. Wie konnte das passieren? Krabi 22 könnte knapp werden, aber wenn ich einen guten Hit lande. Ich habe nicht gehittet. Da gibt mir noch super effective. Yes. Level 16. Müssen wir uns aber heilen. Komm schon, den nehme ich mit. Ach. Hier oben war der Wald, wo auf jeden Fall noch Pokémon zu finden sind, die ganz cool sind. Abra. Ist direkt weg, aber Abra zu leveln ist auch behindert. 3 Level immer meinem stärksten Pokémon. Oh shit. Überlebt noch. Es hat sich wegteleportiert. 24 zählt nicht, auch wenn mein stärkstes Pokémon 21 ist. Wo hat er sich hin? Wo hat er sich hin teleportiert? Ist das der hinteleportiert Sound oder der wegteleportiert Sound? Abras. Ah, da ist noch eins. Das ist das 24er. 16er Tesla. Super Mini. Mini Tesla. Wirklich Mini Tesla. Ich muss wirklich hoffen, dass ich einmal einen Hit drauf bekomme. Dass sich dann nicht wegteleportiert. Ich suche weiter hier. Togetic 31. Ich versuch's. Ich klicke dabei, wie damals in den Pokémon-Spielen. Klick, klick, muss Clickerino. Clickerino, 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 Clickerino.
Ich habe einen Trasla gefangen. Level 16 Trasla. Trasla ist Psycho. Ihr müsst mir sagen, wie das ist. Kann man damit arbeiten? Attacken, Heuler, Konfusion und Teleport. Doppelteam. Konfusion. Warte, erstmal Konfusion nach oben. Teleport. So. Konfusion. Der Gegner wird von schwacher telekinetischer Energie getroffen und eventuell verwirrt. Teleport ist klar. Flieht sofort verwirrten Pokémon überhaupt zum letzten Pokémon Center. Echt nice. Können wir das einfach so benutzen? Wie benutze ich dann das? Und Doppelteam und so ist ja klar. Ich weiß gar nicht, wie ich aus dem Menü rauskomme. Okay, ich benutze es mal. Kann ich irgendwas machen? Nein. Auf jeden Fall ist es winzig klein. Aber Level 16. Und damit habe ich ein Psycho-Pokémon. Ihr müsst mir sagen, was es ist. Ich kann natürlich auch noch gerne versuchen, andere zu fangen. Das ist ja kein Thema. Starter-Pokémon muss im Team dabei sein. Das heißt, ich muss es eh so wechseln. Also so muss es halt stehen. Darf ich gar nicht anders. Kingler Level 27. Den werde ich nicht schaffen, wenn nämlich einmal Tech. Ja, dann nehme ich Tazla. Teleport. Hat nicht geklappt. Und da muss ich fliehen. Den Kampf dürfte eh nicht beenden. Ja, wir haben hier auf jeden Fall ein Psycho-Pokémon gefangen. Und denkt dran, Leute, ich habe Call Mind. 12 Minuten. Ich habe hier noch Honey Claws. Da, Call Mind. Hab zwar keine Ahnung, was das macht, aber ihr wusstet das ja. Und das soll ja, glaube ich, Psycho-Attacken verstärken. Und vielleicht habe ich da ein ganz gutes gefangen. Eigentlich war mein Ziel Kadabra. Aber wir nehmen natürlich erstmal, was wir kriegen können. Warum denn nicht? Also so, wenn man das so sieht, ist die dritte Woche ja dann ganz nice. Ihr müsst nur so sagen, ist das Pokémon gut? Entwickelt sich das irgendwann? Oder bleibt es so? Was hat die Zeit? Zeit sagt noch 3 Minuten. Bin auch gut ein bisschen weit weg vom Pokécenter. Das ist auch nicht schlecht. Die alle mit ihren Teleport immer. Level 21 hätte ich mir noch fangen dürfen. Dann hätte ich es aber auf dem PC tun müssen. Wow. Ein riesiges Enteron. Ich glaube, das will kämpfen. Was bist du? Da fliegt was. Das ist das Schweinchen? Nee, das ist der. Pflanzen-Pokémons. Okay, das ist vielleicht gar nicht so der gute Ort. Level 47. Level 36. Ich gehe jetzt halt ein bisschen vom Pokémon Center weg. Nur ein Stück. Weil ich ja eh noch 2 Tage nicht kämpfen kann. Maximal gegen Team Aqua. Ja, da kann ich auch mit einem Pokémon antreten. Den mach ich locker fertig. Und dann mach ich locker fertig. WTF, was auch immer das ist, ist sehr klein. Okay, das macht nicht viel Schaden. Heuler war jetzt doof. Jetzt werde ich nochmal zurück zum Pokécenter müssen. Hidden Power. Ah, nice. Hidden. Dann Tazla. Könntest du mal versuchen. Confusion. 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 Zack. Slime Balls. Minuten 30. Ne, jetzt komme ich diese Folge auf jeden Fall nicht zurück. Werde mich dann irgendwo hier in die Nähe stellen. Und Leute, wenn euch das gefällt, wenn ihr Bock habt auf dieses Projekt, dann gebt den Folgen wirklich einen Daumen hoch. Wie gesagt, wenn ihr Bock auf das Projekt habt, denn das ist für uns ein riesen Support. Wie gesagt, ich freue mich auch sehr darüber. Und ich hoffe, dass wir das so weitermachen werden. Schaut unbedingt bei den anderen vorbei. Und ja, ich würde sagen, verratet nicht, dass ich gerade ein Problem habe. Nur einem Pokémon bis zum Ende der Woche.
Aber wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, Leute. Bis dahin und ciao.